Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Nachdem die letzte Folge ja etwas chaotisch war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Oh, was ist denn hiermit? Achso, das kann ich wieder nur... Moment. Moment. Die nehmen wir mal eben mit. Schauen wir mal. Ich meine, die könnten nämlich... Erntebereit. Yay! Sind zwar nur hier die vier hier oben, aber das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. So, dann nehmen wir die Sichel und das Wasser nehme ich jetzt auch schon mal. Ich weiß, morgens verdunstet das schneller, aber ich vergesse es sonst wieder. Bin ich ganz ehrlich. Nein, ich will... Hä? Wieso die Wiese? Ich will die Kartoffeln ernten. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich eindeutig verwirrt. Eine solide Sichel. Ich rede aber jetzt nicht von... Zum Entfernen von Pflanzen. Hier muss ich die jetzt nehmen? Oder geht denn die Pflanze dann kaputt? Ah, also die Kartoffelpflanze meine ich jetzt. Nee, damit hat er nur das gemacht. Jetzt hat er auch das gemacht. Aber das sind Pflanzenfasern. Okay, ich bin jetzt eindeutig verwirrt. Da stand doch gerade, das ist Ernte... Also die Kartoffeln sind erntebereit, stand da doch gerade. Also mit dem Ding mache ich die auf jeden Fall kaputt. Das darf ich nicht mehr anfassen. Aber wieso? Ich dachte, ich ernte das mit der Sichel. Oder ich ernte das mit dem Erntekorb. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Kann das sein? Erntekorb? Ja, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ah, ich doof, ich doof. Jetzt habe ich drei Kartoffeln quasi verschleudert. Oh, das nervt mich. Das nervt mich. Scheiße. Ah, mein Gott. Ich dachte jetzt irgendwie, ich habe gar nicht mehr an den gedacht. Aber ich dachte, als ich den gesehen habe, dass wir damit irgendwie Kartoffeln ernten. Nicht Kartoffeln, Äpfel ernten. Ach, ich bin so doof. Okay. Hm. Ja, jetzt habe ich es versaut. Toll. Jetzt haben wir nur noch einmal. Es sei denn, dass ich wieder Holz habe. So, Wasser habe ich auf 7. Machen wir hier mal. Okay, also die Hälfte habe ich von der zweiten Reihe von oben. Dann hole ich mal eben... Wie, du bist am Verhungern. Wieso geht deine Ausdauer runter, wenn du am Verhungern bist? Wieso bist du überhaupt am Verhungern? Moment. Null. Ich muss was essen. Es tut mir leid. Ich weiß, Lambas Brot ist zu kostbar. Aber ich muss was essen. Ich bin gerade panisch. So, Moment. Drei habe ich gesagt, von hier muss ich noch. Ah, sag bloß, diese miese Ratte, also mit anderen Worten, die Maus, hat mir jetzt hier etwas weggefressen. Weil da weiß ich auf jeden Fall, dass ich die alle durchgehend gemacht habe. Da noch vier unten. So, dann machen wir die noch schnell. Achso, das waren die Sonnenstrahlen, genau. 14 Grad, 15 Grad haben wir teilweise. Keine Ahnung, ob das jetzt gut für Kartoffeln war. Auch in der Realität, achso, das sind die vollen. Auch in der Realität bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Aber ich muss sagen, Kartoffeln sind sehr, sehr einfach zu pflanzen, auch auf dem Balkon. Allerdings kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr das jemals ausprobieren wollen, nehmt so tiefere Taschen sind das. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen.
Die sind richtig gut für Kartoffelpflanzen. Falls ihr jemals den Drang verspüren, habe ich das jetzt in der Hand? Falls ihr jemals den Drang verspüren solltet, selber Kartoffeln anzupflanzen, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Feinste Bioqualität, wenn ihr die richtigen Samen kauft, ja, Samen nicht, die richtigen Kartoffeln kauft, keimt ja aus den Kartoffeln. So, wie geht's unseren Hühnern? Was haben die gesagt? Alle paar Tage oder einmal am Tag füttern? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Moment, haben wir genug? Kartoffeln sind das halbe Überleben. Ja, anscheinend haben wir genug. Was war das für eine schöne Musik gerade? Die habe ich letztes Mal nicht gehört, oder? Oder habe ich die gehört? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es war, als ich den Stern reingemacht habe, meine ich, ne? Ja, Kian, du darfst mich schelten. Ich habe drei Kartoffeln. Wertvolles Essen habe ich verschleudert. Ich habe das einfach nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe aber den gleichen Fehler habe ich schon mal gemacht. Das weiß ich noch. Der ist. Einer von beiden geht jetzt gerade weg. Und einer von beiden steht unten noch vor der Hütte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer es war. Nee, der. Nicht Holzfäller hier, der. Der Bogenschütze da geht weg. Ich wollte schon Wilderer sagen, aber. Kian! Hallo Gameplayerin, schön dich zu sehen. Was ist nur mit diesen Höhlen? Seufzt. Alles zu seiner Zeit. Eine Sache noch, dann bist du bereit dafür. Na gut, was gibt es jetzt? Ach nee, Moment. Ich sag erstmal, hier hast du deine Kartoffeln. Was für eine Plackerei. Ich habe mich gerade erschrocken. Schön. Als nächstes brauchst du noch einige Zwiebeln. Ich gebe dir dein erstes Rezept und ein paar Eier von meinen Hühnern mit. Als nächstes brauchst du einige Zwiebeln. Ach so, mache ich dann Zwiebeln und Eier zusammen irgendwie? Ich sollte immer weiterlesen. Ich weiß, ich weiß. Wenn du das Rezept erfolgreich hinbekommen hast, komm wieder und bringe mir eine Portion zum Kosten. Ja, jetzt hat er es gesagt. Ich kann mich an. Ich kann mich an die letzte Chaos-Folge erinnern, wo er nur gesagt hat, ich sollte diesen Zaun machen und nicht, ich sollte sie den Zaun zeigen. Och Mann. Naja, gut, ich hätte es wissen müssen, muss man jetzt auch dazu sagen. Außerdem noch eine Anleitung, wie du deinen eigenen Dünger herstellen kannst. Okay. Denn nach jeder Ernte wird der Boden ausgelaugt. Das ist richtig. Das finde ich auch in der Realität schon ziemlich mies. Also, es. Ne? Wenn man sich darauf eingestellt hat, okay, aber man muss das alles erstmal lernen, wenn man sowas wirklich macht. Irgendwann wachsen die Pflanzen nicht mehr. Na gut, ja doch. Ich könnte noch ein paar von den leckeren Eiern gebrauchen, das frage ich gleich. Na gut, was gibt es jetzt zu lernen? Soll ich übers Wasser laufen? Ja, er kann das ja. Kian ist Gott in dieser Welt. Das haben wir in der ersten Folge gelernt. Er kann, ich glaube, es war die erste Folge, er kann übers Wasser laufen. Na gut, ja. Soll ich übers Wasser laufen? Ja, das wäre toll. Aber nein, dafür ist es noch zu früh. Aber dein Gedanke geht in die richtige Richtung. Bitte? Ich weiß nicht, wie es an diesem Ort ist, woher du kommst, aber hier ist alles von Magie durchdrungen. Du bemerkst das nicht sofort, aber wenn du dich längere Zeit mit der Beschaffenheit der Welt beschäftigst, stößt du unweigerlich darauf. Der Philosoph ist wieder da. Da hatte ich auch eine sehr schöne Folge, die Philosophenfolge. Philosophen sind Theoretiker. Ich denke an die praktische Anwendung von Magie. Glaub mir, wenn du in die Höhlen gehst, wirst du Magie benötigen. Ja, das, ich weiß. Okay, was muss ich tun? Komm am Abend, wenn die Dämmerung beginnt, auf dem Weg unterhalb meines Ackers. Dort haben wir genug Platz. Dann werde ich dich lehren, was Magie ist. Okay. Ich könnte noch ein paar von deinen leckeren Eiern gebrauchen. Hast du sie etwa schon alle aufgegessen? Wir können einen Tausch machen. Bring mir Sandsteine und ich gebe dir weitere Eier. Okay, die Frage ist, gilt der Deal noch mit dem Holz? Also haben wir zwei Deale jetzt? Dass wir jetzt Samen bekommen für Holz und Sandstein dann für Eier? Das wäre ganz cool. Weil es ist ja immer wiederkehrend, sage ich mal. Steht das ja eigentlich drin? Moment, Nebenquest? Nee, da steht nur Sandstein gegen Eier. Hä, aber da stand da nicht vorher auch das mit dem Holz drin in der Nebenquest? Das heißt, ich kriege jetzt ich habe jetzt zwar Zwiebeln bekommen, aber ich kriege jetzt keine neuen. Weil ich meine, man hat keine oder nur ganz, ganz wenig Samen rausbekommen.
wenn man geerntet hat. Einblicke in die Magie. Da müssen wir abends wiederkommen. Koche deine ersten Bratkartoffeln mit Ei. Ach so, genau, das ist das Rezept hier unten wahrscheinlich, ne? Oh. Nee, das war der Standarddünger. Okay, ich wollte eigentlich geguckt haben, was das für ein Rezept ist. Nee, so kann ich nicht gucken. Ich kann nur lernen. Na gut. Bewusstsein hat sich entwickelt. Ich weiß aber nicht, ist das jetzt mein... Ich hoffe, es war jetzt mein Spiegelei. Ah, hier, nee, Bratkartoffel mit Ei, das war's. Würde dann gerne davon kosten. Ob er weiß, worauf er sich einlässt? Ich bin mir nicht sicher. Also, es kommt aufs Spiel an, aber in Spielen bin ich nicht so die größte Köchin manchmal, ne? Mal schauen, wie es hier wird. Ich will jetzt hier aber nicht die ganze Zeit... Moment, vier, so... Ja. Ich will wissen, ob da irgendwas... Wie, du wirst müde. Hä? Beide Balken sind hoch. Wieso wirst du müde? Eigentlich kann ich schon hierbleiben. Wir haben ja schon fast Abend, ne? Aber vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Vorher nochmal schnell hier Spiegelei zu machen. Achso, wo mache ich das eigentlich? Im Lagerfeuer, glaube ich, oder? Ich habe es alles vergessen. Ich habe wirklich alles vergessen. Aber gut, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Das ist halt generell so mit Spielen. Manche Spiele, da ist man schnell wieder drin. Aber manche Spiele, ich weiß nicht, wenn man die jahrelang nicht mehr gespielt hat, man muss alles nochmal neu lernen. Ich habe das auch mit einigen anderen Spielen gehabt. Ach nee, oder war das beim Ofen? Ich glaube, es war beim Ofen, ne? Der ist an. Es war nicht beim Ofen. Ich kann nur Licht anmachen. Moment. Kann ich das im Inventar machen? Ich bin mir nicht sicher. Aber im Inventar wäre nicht ganz logisch, oder? Einrichten, nützliches Ausrichtung. Standarddünger. Den Dünger kann ich im Inventar... Ja gut, das ist noch irgendwo logisch. Aber ich muss doch... Ja, das ist ja die Spülmaschine, aber... Komme ich aber auch nicht vor, das ist das Problem. Ach, komm. Ist ein bisschen blöd, wenn man nicht dazwischen kommt. Oder muss ich mir dafür was bauen? Dass ich das noch nicht habe. Kann aber eigentlich auch nicht sein. Werkbank, solide, einfacher Weidezaun. Standarddünger. Nützliches. Ja, wie meine Augen fallen zu. Du bist doch... Hier. Guck das doch mal an. Da ist doch... Ist das nicht die Müdigkeit auch mit dabei? Ach, dann leg dich doch noch mal kurz hin. Wieso fallen dir die Augen zu? Das verstehe ich nicht. Aber nur eine Stunde. Es muss reichen. So. Ich könnte noch im Bett bleiben. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal den Zauber. Oh, ich habe das jetzt gerade echt... Echt nicht mehr auf dem Schirm. Wie man... Ach so, Moment, ich könnte aber mal eben bei den... Ach so, den... Ach, Säbeltraining, das war auch abends, ne? Ah. Ah, das ist doch doof. Warum alles abends? Oder konnte ich das tagsüber machen? Ich bin mir nicht sicher. Stand jetzt nur Säbeltraining? Moment. Doch, gegen Abend. Ja, ja. Ich gehe jetzt aber erstmal zu ihm, weil er jetzt hier näher ist. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil ich denke mal, der eine legt sich jetzt gleich sowieso wieder hin, bevor ich da bin. Müssen wir das auf dem anderen Abend mal verlegen. Ah, das ist doch doof. Nee, du wirst jetzt nicht müde. Du kriegst das jetzt hin. Bei dir sind alle Werte aufgeladen. Erzähl mir nicht, dass du müde wirst. Wenn ich jetzt mit dem rede, ne? Und du bist müde. Ja, geht zu Ende. Hä? Ach so. Ich sollte den gar nicht ansprechen. Ich sollte nur dahin. Oder es war die Uhrzeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt rum 19 Uhr, 20 Uhr, keine Ahnung. Guten Abend, Gameplayerin. Hallo, Kian. So, nun werde ich dir zeigen, wie du Magie wirken kannst.
Zuerst aber ein kleiner Zauber, damit deine magische Energie beginnt, nach oben zu steigen. Ich habe ein starkes Kribbeln in der Wirbelsäule gespürt. Keine Angst, das ist normal. Es kommt daher, dass sich deine Energie nun nach oben bewegt. Nun zu dem Zauber. Wir bestimmen bestimmte alchemistische Stoffe für unsere Zauber. Sie ermöglichen uns, mit den Elementen und Geistwesen in Verbindung zu treten. Das klingt spannend. Woher bekomme ich diese Stoffe? Es gibt Formeln dafür und die Materialien können so gut wie überall herkommen. Wenn du den Zauber wirkst, bildet deine Energie zusammen mit der Essenz der Formel eine Verbindung. Die Mixtur wird dabei leider unbrauchbar. Also das, was man einnimmt, ja? Das heißt, ich muss für jeden Zauber eine neue herstellen? Ja, obwohl ich habe auch schon von Magiern gehört, die bestimmte Zauber immer benutzen konnten. Nun lass uns beginnen. Achte darauf, was ich tue und spüre die Magie. Ja, die Frage ist, muss ich jetzt für jeden Zauber eine neue erstellen oder jedes Mal, wenn ich zaubern will? Ich gehe lieber etwas auf Abstand. Die Angst, dass hier alles explodiert, oder was? Wahnsinn, du leuchtest aus deinem Inneren. So sollte es sein. Nun bist du an der Reihe. Ich? Klar, dafür haben wir uns doch hier getroffen. Hier hast du die Zauber. Gut, ich will es versuchen. Nein, tue es einfach. Versuchen führt meist zum Scheitern. Es sei denn, man will fliegen. Also, dann erschaffe ich jetzt ein Licht. Oder auch nicht. Achso, sie war noch nicht fertig. Ich dachte gerade schon. Schau, ich leuchte. Das Smiley ist gut. Allerdings ist das Licht etwas mickrig, findest du nicht? Du brauchst einfach mehr Übung und es gibt auch Methoden, wie du deine Zauber verstärken kannst. Wie mache ich das denn? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Och nö, komm, jetzt lass mich hier nicht so unbefriedigt zurück. Wenn du immer noch in die Höhlen willst, komm mich morgen besuchen. Nee, ich will da gar nicht hin, aber ich muss. Klar will ich und danke für deine Hilfe. Bis morgen dann. Ja, bis morgen. Und da trennen sie sich wieder. Und ich sehe nur noch die Hälfte, weil ich angeblich müde bin. Ach, denn seine Pflanzen sind schon so groß, ich will die abernten. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Die Magie erwacht, lerne den Lichtzauber von Kieren. Ha, ich freue mich immer wieder darüber, weil die Errungenschaften gab es ja damals noch nicht. Ha, ach so, die sind dann hier unten drin. Ich will ja jetzt nicht draufdrücken. Ich hätte den Erntekorb mitnehmen sollen. Vielleicht könnte ich bei ihm doch was klauen. Was ist mit dem einen? Warte mal, der ist nicht... Ach nee, Moment. Das ist ja hier oben. Kann man das... Er steht noch da oben. Hm, sag mir bitte, dass er noch da bleibt. Nicht ins Bett gehen. Ich versuche zu dir zu kommen. Nicht weglaufen, bitte. Bleib da. Bleib da. Nein, ich glaube, ich verreck gerade. Meine Augen fallen zu. Nein! Ich kann nicht mehr laufen. Oh, Leute. Ach so, nee, ich bin der Baum... Ja, deswegen wollte ich eine Minimap haben, damit sowas nicht passiert, dass ich denke, dass ich nicht mehr laufen kann, weil sie sagt, mir fallen die Augen zu. Nein, komm! Ach so, ich dachte gerade schon. Ich dachte, die ist jetzt wieder, ne, ohnmächtig geworden. Aber ich glaube, dazu fällt die dann auch auf den Boden. Hallo Gameplayerin. Hallo Wilfried. Wollen wir gleich beginnen? Ich habe aber keinen Säbel. Gerne. Ich
brauche noch einen Säbel. Gut, dass das Wetter heute mitspielt. Bei Regen hätte ich lieber drinnen am Kamin gesessen. Aber du hättest trotzdem hier draußen mit mir geübt, oder? Das kann ich gut verstehen. Also, schau gut zu. Ich mache dir jetzt ein paar ziemlich effektive Kampfbewegungen vor. Bin schon sehr gespannt. Hu! Ha! Hua! Ha! Hu! Das sah wirklich gefährlich aus. Bin etwas aus der Übung. Jetzt bist du dran. Hier der Säbel. Danke. Ich behalte ihn dann direkt mal, oder? Puh, das waren sicher die anstrengendsten Stunden meines Lebens. Stunden? Die ist immer noch nicht müde. Aber du machst dich gut. Hast viel mehr Schwung beim Zuschlagen als ich. Mir kommt es ein wenig ungelenk vor, ob ich damit auch etwas treffe. Übe einfach regelmäßig. Den Säbel schenke ich dir. Yes! Ich denke nicht, dass ich noch den Beruf wechsle. Vielen Dank. Ach, Förster war er. Jetzt weiß ich es wieder. Dann bin ich jetzt eine richtige Abenteuerin. Es hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Wie komme ich denn darauf, dass er der Bogenschütze ist? Ja, es war toll. Danke für das Training. Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich darauf, dass er der Bogenschütze ist? Nur wegen seinem Hütchen oder was? Yay, Säbelkämpfer, lerne einen Säbel zu benutzen. Oh, heute ist Tag der Errungenschaften und ich laufe mit meinem Säbel stolz in der Gegend herum. Huh, ha! Ah nee, ich darf ja nicht, stimmt ja, ich werde ja blockiert. Ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte ja auch kein Tier töten. Ich dachte nur, sie wedelt vielleicht mit dem Ding ein bisschen herum. Aber wahrscheinlich war das Reh, glaube ich, ein Hirsch war es nicht, ein bisschen zu nah jetzt bei mir dran. Ich weiß, ich bin müde, ich bin aber schon ganz brav auf dem Weg nach Hause. So. Ich werde mich auch... Achso, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Ich werde mich auch gleich wieder hinlegen. Und auch wenn die Folge jetzt heute nicht ganz so lange war, würde ich trotzdem sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil wir haben heute tatsächlich viel gelernt. Also wir haben, also ne, so von der Art her, wir haben immer zwei Errungenschaften. Wir haben den Lichtzauber gelernt und wir haben gelernt, mit dem Säbel umzugehen. Wobei ich nicht genau weiß, doch hier oben hätte ich reinklicken müssen. Oder es war tatsächlich jetzt, ja. Was waren, das waren die Eier, genau. Und was war das? Das waren die Kartoffeln, okay. Ich tue die jetzt erstmal, bin mir gerade nicht sicher, aber ich tue die jetzt erstmal hier rein. Das lasse ich noch drin, weil das müssen wir noch anpflanzen. Den Lichtzauber tue ich jetzt auch erstmal rein. So, die tausche ich mal, so. Weil ich verreck sonst hier gleich, ne? Ich würde gerne noch was anpflanzen, aber man sieht ja, sie ist so müde, sie verreckt hier gleich. Ja, dann bedanke ich mich mal ganz schnell fürs Zuschauen, bevor ich jetzt hier gleich halbtot umfalle. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, wie wir das mit dem Kochen hinkriegen. Wir werden auf jeden Fall die Zwiebel anbauen. Ich werde dann mal in der Anleitung gucken, wie das mit dem Kochen ist. Und ja, ich denke, jetzt schaffe ich das nicht mehr, weil ich sonst gleich hier umkippe. Deswegen, also nächste Folge beschränken wir uns ein bisschen aufs Kochen. Dann müssen wir nochmal mit Kian sprechen, falls wir das alles zeitlich schaffen. Und ich denke, in die Höhlen gehen wir erst in der Folge danach. Aber ich weiß es nicht. Also wenn wir das alles zeitlich recht gut schaffen, dann kriegen wir das vielleicht auch dahin. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben heute einiges geschafft. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ah, sagen wir mal, ja, 7. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!